Genau heute vor 10 Jahren ist das Kyoto-Protokoll in Kraft getreten. Ein Begriff, den ihr bestimmt schon mal gehört habt. Mit dem Abkommen will man die globale Erwärmung in den Griff bekommen. Eigentlich ein schönes Ziel, aber kann das überhaupt klappen? Und wieso spielen so viele Länder nicht mit? Ich bin Ella und das hier ist ein Was geht ab Short. Also, worum geht's? Das Kyoto-Protokoll ist ein Teil des ersten völkerrechtlich bindenden Vertrags zur Eindämmung des Klimawandels. Nochmal einfach, mit dem Kyoto-Protokoll verpflichten sich Staaten weltweit dazu, den Ausstoß von Treibhausgasen wie zum Beispiel CO2 zu senken. Ja, und Kyoto, weil es eben in Kyoto in Japan beschlossen wurde. Und das schon im Jahr 1997. In Kraft getreten ist es aber erst 2005. Das Ganze war erstmal bis 2012 befristet und generell wurden auch nicht allzu viele Details festgelegt, außer die konkreten Ziele. Die teilnehmenden Länder verpflichten sich dazu, ihren CO2-Verbrauch im Gegensatz zum Stand von 1990 um 5% zu senken. Manche sind sogar noch darüber hinausgegangen. Die EU hat sich zum Beispiel direkt 8% vorgenommen und Deutschland ist mit glatt mal 21% vorgeprescht. Ein weiterer wichtiger Baustein ist der sogenannte Emissionshandel. Was bedeutet das? Naja, erstmal geht man davon aus, dass es nicht wichtig ist, wo CO2 eingespart wird, sondern erstmal, dass es eingespart wird. Deswegen soll dort reduziert werden, wo es am günstigsten ist. Wenn ein Land mehr Kohlenstoffdioxid einspart, als es eigentlich muss, also quasi noch was über hat, dann kann es diese Menge an ein anderes Land verkaufen, was vielleicht mehr verbraucht, als es darf. Momentan haben 191 Staaten das Kyoto-Protokoll ratifiziert, sind also mit dabei. Yeah, die ganze Menschheit zieht an einem Strang, um die Erderwärmung zu stoppen, um den Klimawandel aufzuhalten, damit auch unsere Kindeskinder auf dieser Erde gut leben können. Ja. Wenn man sich dann mal näher mit dem Kyoto-Protokoll beschäftigt, dann merkt man, dass das ziemlich weit weg von der Realität ist. Viele Entwicklungs- und Schwellenländer haben das Abkommen zwar unterschrieben, aber es gibt keine verpflichtenden Ziele für sie. Das heißt, wirklich nur in der Pflicht sind die Industriestaaten. Aber auch die nicht alle. Die USA zum Beispiel waren am Anfang zwar dabei, sind aber 2001 ausgestiegen, also noch bevor das Abkommen überhaupt gültig war. Als das Kyoto-Protokoll 2012 verlängert wurde, jetzt läuft es bis 2020, sind auch Japan, Kanada, Neuseeland und Russland ausgestiegen. Die Länder, die noch dabei sind, machen zusammen nur 15% der globalen Emissionen aus. Indien und China zum Beispiel mit die größten Klimasünder sind ja nicht mit eingerechnet. Hat es denn zumindest was gebracht? Teils, teils. Von 1990 bis 2012 ist der CO2-Ausstoß weltweit um 40% gestiegen, trotz des Kyoto-Protokolls. Zumindest hat die EU soweit ihre Hausaufgaben gemacht und hat den CO2-Ausstoß nicht nur um 8%, sondern direkt mal um 18% verringert. Ganz vorne mit dabei sind Deutschland mit minus 21% und Großbritannien mit minus 17%. Bei einigen Ländern sieht das etwas anders aus. Hier die größten Klimasünder der Welt. Die USA hat mit 4%, Indien mit fast 190% und China mit satten 193% zugelegt. Aber die sind ja wie gesagt nicht bei Kyoto dabei. Bis 2020 wollen jetzt die teilnehmenden Länder ihren Verbrauch nochmal um 18% drücken und dann danach einen Vertrag aufsetzen, der für alle Länder verbindliche Vorgaben beinhaltet. Ob es aber dazu kommt, ist mehr als fraglich. Viele sagen sowieso, dass das Kyoto-Protokoll nicht der Weg zu einer weltweiten Lösung des Klimawandels ist, eben da die wichtigsten Länder nicht mit dabei sind. Zumindest ist es aber mal ein Versuch eines solchen Abkommens. Gerade die Schwellenländer haben Angst, dass der Klimaschutz ihr Wachstum beeinträchtigen könnte. Außerdem sind sie der Meinung, dass solche Vorhaben unfair seien. Die Länder, die eigentlich für den Klimawandel verantwortlich sind, weil sie jahrzehntelang CO2 rausgeblasen haben, können selbst die Vorgaben nicht einhalten oder befürchten auch, dass sich der Klimaschutz negativ auf die Wirtschaft auswirkt. Dafür wollen viele nicht ihre eigenen Entwicklungschancen aufgeben. Aber die Zeit drängt. Der Klimawandel beschleunigt sich und führt zu echten Problemen. Das größte Problem ist die Erderwärmung. Die Sonne scheint auf die Erde, ein Teil dieser Strahlung wird zurück in den Weltraum reflektiert, aber davor noch von der Atmosphäre aufgehalten. Dadurch bleibt die Wärme auf der Erde zurück. Das nennt man den Treibhauseffekt. Und es ist auch ziemlich gut, dass es den gibt, denn sonst wäre die durchschnittliche Temperatur auf der Erde nicht kuschelige 15 Grad, sondern eher frische 18. Der Mensch trägt aber dazu bei, dass sich diese Glocke über der Erde verdichtet und immer weniger Wärme entweichen kann. Das macht er, indem er Treibhausgase ausstößt. Dazu gehören Kohlenstoffdioxid, also CO2. Das entsteht bei der Verbrennung von fossilen Brennstoffen wie Erdöl, Erdgas und Kohle, also vor allem auch im Verkehr. Methan, das ist vor allem bei Reisanbau und der Viehhaltung ein Problem,
gerade bei der Massentierhaltung, die ja wegen des hohen Fleischkonsums auf der Welt notwendig ist. Aber auch bei der Gewinnung von Erdöl und Erdgas entsteht Methan. Es gibt noch viele andere Treibhausgase, die vor allem mit künstlichen Chemikalien zur Kühlung oder zur Reinigung zu tun haben. Auch durch die Abholzung von Wäldern, wie zum Beispiel dem Regenwald, treibt der Mensch die Erderwärmung voran, sodass CO2 weniger durch Bäume gebunden werden kann. Der Klimawandel existiert also, auch wenn manchmal angezweifelt wird, was genau damit zusammenhängt und was wie viel Einfluss hat. Auch die Folgen des Klimawandels sind nicht genau vorherzusagen. Generell betrifft die Erderwärmung vor allem die Gegenden am Äquator und den Polen. Am Äquator wird es vor allem zu Wasserknappheit kommen. Das sieht man ja jetzt schon an der Sahelzone in Afrika. Die Sahara-Wüste breitet sich immer weiter aus. An den Polen schmilzt das Eis, dadurch steigt der Meeresspiegel an, was für Küstenregionen zu einem großen Problem werden kann, denn es kann zu Überschwemmungen kommen. Auch das Wetter wird extremer. Das ist aber auch ein Beispiel dafür, dass Industrieländer wesentlich besser gerüstet sind als Entwicklungsländer. Deutschland oder die USA könnten sich besser schützen. Bei uns gibt es Frühwarnsysteme, Katastrophenschutz, Deiche und vieles mehr. Die ärmeren Länder hingegen sind am heftigsten betroffen, haben am wenigsten zur Erderwärmung beigetragen und können sich auch nur schwer anpassen. 22 Nationen im Pazifik wie Papua-Neuguinea und Tuvalu werden in 15 bis 20 Jahren komplett verschwunden sein durch den ansteigenden Meeresspiegel. Das betrifft 7 Millionen Menschen, die dann flüchten müssen. In Deutschland meckern ja jetzt schon viele über Flüchtlinge und das Problem wird sich mit dem Klimawandel verstärken. Es ist also wichtig, dass alle Länder dieser Erde wirklich an einem Strang ziehen und dieses globale Problem in den Griff bekommen. Dazu gehören auch Schwellenländer wie China und Indien. Nur wie man das schafft, ist das Problem. Aber auch jeder Einzelne von uns kann dazu beitragen, die Situation zu verbessern. Energie sparen, aufs Auto oder aufs Fliegen verzichten, weniger Fleisch essen und noch vieles mehr. Es gibt auch Überlegungen, die ärmeren Staaten für die Klimakatastrophen zu entschädigen. Nur scheitert das leider am Widerstand der Industrieländer. Mehr dazu gibt's in diesem Short und hier geht's nochmal um den heutigen, schon sehr problematischen Umgang mit Flüchtlingen. Was denkt ihr, kann man den Klimawandel noch aufhalten? Wenn ja, wie? Und wie könnte man alle Länder mit ins Boot holen? Wir sind gespannt auf eure Meinung und Vorschläge in den Kommentaren. Das war der Was geht ab Short und ich bin sowas von raus.